1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So Leute, und wir sind schon wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie schnell immer so ein Tag vergeht und dann ist schon wieder 1 Uhr nachts und ich sitze hier und ihr denkt auch, jetzt ist schon wieder der Domian da. Wahnsinn. Wir haben Donnerstag und Donnerstag ist unser Thementag, unsere Themennacht und unser Thema heute Nacht heißt Geschwisterliebe und Geschwisterhass. Ich möchte gerne mit euch über eure Geschwister reden, über Geschwister, mit denen ihr ganz schlimme Sachen verbindet, Geschwisterhass. Oder mit denen ihr auch ganz tolle Sachen verbindet, Geschwisterliebe. Ruft an, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist die Maria. Maria ist 23 Jahre alt. Hallo Maria. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, zu unserem Thema Geschwisterliebe, Geschwisterhass. Ja, also ich bin froh, dass ich jetzt den Auftakt mache, denn ich rufe zur Geschwisterliebe an. Ja. Und ich habe eine Schwester, die ist ein Jahr jünger als ich, die ist 22. Ja. Und mich verbindet zu ihr ein ganz intensives Verhältnis. Ein ganz intensives Verhältnis? Ja. Was heißt das? Ja, also sie ist für mich die wichtigste Person in meinem Leben. Mhm. Ich verspüre absolute Geborgenheit und Sicherheit, wenn ich mit ihr zusammen bin. Das liegt vielleicht daran, dass wir sind zusammen aufgewachsen in einem Zimmer, 21 Jahre lang. Das war ein recht großes Zimmer. Ja. Und weißt du, wenn der letzte Atem, das letzte Geräusch, was du abends hörst, der Atemzug deiner Schwester ist und das erste Geräusch morgens beim Aufstehen wieder der Atemzug deiner Schwester ist, schafft das ein ganz besonderes Verhältnis. Das glaube ich. Seid ihr die beiden einzigen Kinder eurer Eltern oder gibt es noch? Ja. Ja, wir sind die beiden einzigen. War das denn früher auch schon, als ihr jünger wart, so eine Harmonie oder habt ihr euch auch schon mal gezofft? Also das Problem ist, wir sind beide sehr dominante Personen. Mhm. Und es war dann so, dass wir haben uns die Haare ausgerissen. Es war ziemlich schlimm. Aber zwischen uns war immer Streit, aber außerhalb durfte niemand irgendetwas gegen sie sagen. Also Beschützerinstinkt sofort. Dann habt ihr sofort zusammengehalten, wenn von außen irgendwie ein Angriff kam. Wie Pech und Schwefel. Ihr beiden habt untereinander euch schon mal gezofft, aber wehe, es kam jemand von außen. Genau. Und das hat sich jetzt im Laufe des Älterwerdens noch verfestigt, die ganze Sache. Genau, das hat es. Es ist sogar so weit gegangen, dass ich hier zum 18. Geburtstag habe ich ihr eine Tätowierung geschenkt, also ihr und mir. Und zwar war das ein chinesisches Schriftzeichen am kleinen Finger, der linken Hand, links, weil dort das Herz ist. Ja. Und das heißt, ihr Zeichen heißt jüngere Schwester und mein Zeichen heißt ältere Schwester. Ah. Und weißt du, egal wo ich bin, und ich bin jetzt noch weggezogen, streiche ich drüber und sie ist bei mir. Ja. Wie viele Kilometer wohnt ihr jetzt auseinander? 150. 150? Ja, aufgrund meines Studiums ist das geschehen und das war eigentlich auch eher eine Nacht- und Nebelaktion. Ich habe innerhalb von einer Woche meinen Studienplatz bekommen und meinen Mietvertrag unterschrieben und war mir über diese Konsequenzen überhaupt nicht bewusst. Wie oft telefoniert ihr miteinander? Nicht oft. Nicht so, aus dem Grunde, weil es für beide sehr schwer ist. Ach so, ihr telefoniert deshalb nicht, weil ihr sonst so traurig seid, weil es euch daran erinnert, dass ihr nicht zusammen sein könnt. Ja. Ah ja. Auch keine SMS-Austausch? Nein. Auch nicht? Nein, gar nichts. Manchmal, es hängt ab. Ich fahre alle zwei Wochen zu meinen Eltern. Ja. Und sie lebt noch bei deinen Eltern? Bitte? Sie lebt noch bei deinen Eltern. Genau, sie lebt noch bei meinen Eltern. Verzeihung. Und es sieht dann auch so aus, dass auch die Wochenenden teilweise gefühlsmäßig sehr kühl ablaufen. Mhm. Weil, weißt du, zwei Tage sind zu wenig, um sich an diese Person zu gewöhnen und danach wieder abstinent zu sein quasi. Redet ihr darüber? Geht es ihr genauso? Oder? Wir haben gestern, ich habe deswegen auch eine E-Mail geschrieben, weil wir gestern Abend telefoniert haben und hat halt geweint und hat aufgelegt. Das ist halt, und sie hört jetzt auch zu und deswegen, mein Schatz, ich liebe dich. Du bist für mich der wichtigste Mensch und ich bin so froh, so einen tollen Menschen an meiner Seite zu haben. Man sagt ja so, dass die Geschwisterbindung die engsten Bindungen im Leben eines Menschen sind. Partner kommen und gehen, Freunde können auch kommen und gehen, wobei Freundschaften schon wieder eher solider sind als Partnerschaften. Aber Geschwisterverbindungen, wenn die gut sind, das ist wirklich eine Achse fürs ganze Leben zwischen zwei Menschen. Ja, da stimme ich dir auch zu. Aber es gibt auch Probleme, muss ich jetzt sagen.
sagen. Welche sind die Probleme? Aus dem Grunde, weißt du, so eine intensive Liebe kann auch eine Belastung sein. Also ich habe es auf das Beispiel auch gerade der Regie geschildert. Mhm. Und es war, wir haben es halt sehr, sehr krass empfunden. Meine Schwester hat mir vor einem Jahr oder so, hat sie mir gesagt, sie ist eine sehr gläubige Person, muss ich sagen. Ich bin eher atheistisch veranlagt. Mhm. Hat sie mir gesagt, weißt du, Schatz, wenn Gott zu mir kommen würde und mir sagen würde, du betrügst mich, dann würde ich ihn angucken und würde sagen, du lügst. Und dann würde ich mich umdrehen und würde zu dir kommen. Mhm. Wow. Das ist schon sehr krass. Und es ist auch so bei Partnerschaften. Bei beiden. Sie hat ein sehr großes Mitspracherecht bei mir, genauso wie ich auch bei ihr. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass da irgendwann, vielleicht ist es auch schon passiert, aber dass da irgendwann Reibereien entstehen, dass nämlich die Jungs eifersüchtig sind auf eure, auf eure enge Beziehung. Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt vollkommen. Und also für dich wäre auch ganz klar, bist du im Moment in einer Beziehung? Nein. Aber du hattest schon Beziehungen. Ja. Ja. Nehmen wir mal an, du bist ganz groß verliebt. Ja. Und es entsteht eine Gemengelage zwischen deiner Schwester und dem Freund der großen Liebe. Wo würde dein Herz dann hingehen? Also es kommt darauf an, was für eine Position dieser Mensch in meinem Leben hat, also mein Partner. Mhm. Wenn es etwas sehr, sehr Intensives ist, und das ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Mhm. Da kann man wirklich nur hoffen, das ist sehr schwer zu sagen. Wahrscheinlich kann man das gar nicht so theoretisch beantworten, sondern man musste gucken, um was es da geht. Es ist auch ein Lernprozess, der jetzt da stattgefunden hat, innerhalb der Jahre, wo ich jetzt ausgezogen bin. Mhm. Es geht darum, ich hätte immer gesagt, meine Schwester ganz klar an erster Stelle. Mhm. Es ist auch weiterhin so. Aber es ist auch so, dass wir uns bewusst sind, dass wir beide ein eigenes Leben führen, also Selbstständigkeit. Und wenn sie so ein großes Mitspracherecht hat bei mir und ich auch bei ihr, dann ist das nicht förderlich für die Selbstständigkeit. Ja, das ist eine sehr gute Überlegung, finde ich auch. Sie soll ja auch ganz oben in deiner Rangliste sein. Aber dennoch muss auch die Chance bestehen, dass da auch jemand anders auch ganz oben sein kann. Dein zukünftiger Mann vielleicht oder deine Liebe. Stichwort Liebe. Stell dir mal die katastrophale Situation vor, ihr würdet euch beide in einen Typ verlieben. Ausgeschlossen, das geht nicht. Ist ausgeschlossen? Das kann geschehen, selbstverständlich. Mhm. Aber kein Mensch, es ist für mich schwer, das ist ja auch gerade der Beginn einer Verliebtheit, ich habe mir diese Menschen nicht zerschlebt, würde etwas zwischen uns, ein Keil zwischen uns. Das heißt, dann würdest du dich, wenn du merkst, dass deine Schwester verliebt ist, würdest du dich zurückziehen? Selbstverständlich. Damit das dann seine normalen Wege geht? Ja. Was würdest du deiner Schwester nie verzeihen? Nie verzeihen? ich glaube, da gibt es nichts. Ich könnte in die Zukunft gehen und könnte, ja, utopisch werden, wenn sie mein Kind umbringen würde. Aber das ist Utopie, das wird nicht geschehen. Also es gibt nichts, was ich ihr nicht verzeihen würde. Selbst wenn wir konstruieren mal einfach. Selbst wenn sie mit deinem Freund heimlich ein Verhältnis hätte. Würde sie nicht machen. Würde sie nicht machen, bist du sicher? Dafür würde ich mein Leben geben. Ja. Oh, das sind natürlich große Worte. Wirklich, ja. Wie heißt deine Schwester mit Vorname? Verona, da hast du aber eine tolle Schwester, wenn du jetzt zuschaust und zuhörst. Das geht, muss aber runtergehen wie Butter. So eine tolle Beziehung. Ich beneide euch sehr darum. Ich bin leider Einzelkind und habe mein Leben lang mir früher, also als Kind immer einen älteren Bruder oder eine Schwester, also irgendwie jemanden gewünscht als Geschwister. Mhm. Also, ich wünsche euch ein gutes Leben und dass ihr euch da nicht zu sehr in die Quere kommt und dass sich das alles regelt dann auch mit vielleicht Familie mal oder was auch immer. Danke dir, du. Und eine schöne Idee mit der Tätowierung, finde ich. Ja, wir werden auch oft darauf angesprochen. Das ist eine schöne Idee. Ernten wir viel Begeisterung. Ja. Alles Liebe, Mirja. Das wird Maria. Maria, genau. Entschuldigung. Maria. Alles Keine Gute. Frage. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Unser Thema, ihr Lieben, heute Nacht heißt Geschwisterliebe und Geschwisterhass. Ich möchte mich gerne mit euch über eure Geschwister unterhalten. Was habt ihr Schönes, besonders Schönes oder vielleicht auch ganz Schlimmes mit euren Geschwistern erlebt, sodass ihr sagt, das ist so schlimm, das verfolgt mich ein ganzes Leben lang. Das ist einfach ein Hass, der da entstanden ist. Das ist auch mit nichts mehr gut zu machen, was mein Bruder, was meine Schwester mir angetan hat. Geschwisterliebe und Geschwisterhass. Unser Thema 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Tina und Tina ist 25 Jahre. Hallo Tina. Hallo. Ich wollte was sagen, auch zu dem Thema. Bei mir ist es so, dass ich eben halt, es geht um meinen Bruder. Ja.
Der ist 2 Jahre älter und ich liebe ihn, genau wie dass ich ihn hassen tue. Ja, warum hast du ihn? Er hat mich, wo ich also von 15 bis 19 sexuell missbraucht. Von 15 bis 19? Mhm. Wie alt ist dein Bruder? Wie viel älter ist der? Der ist 2 Jahre älter. Mhm. Und ich bin ihm auch für viele Sachen sehr, sehr dankbar. Er hat gerade, wo ich auch noch jünger war, mich auch viel beschützt. Vor wem? Vor meinem Vater, weil es in meiner Familie im Prinzip auch nie gut war. Mhm. Seid ihr die beiden einzigen Kinder in eurer Familie? Ja. Ja. Du sagst, sexueller Missbrauch hat stattgefunden zwischen 15 und 19. Da warst du ja schon, recht alt, als das angefangen hat, das Ganze. Wie kam es dazu? Hast du eine genaue Erinnerung daran? Das kam, also ich kann es jetzt nach wie vor schwer sagen, wie es dazu kam. Aber er hat mich dann eben halt immer unter Druck gesetzt, eben halt irgendwo auch erpresst mit meinem Vater. Weil er eben halt auch wusste, dass ich übelste Angst vor ihm habe. Ja, inwiefern hat er dich erpresst? Er hat gesagt, wenn du das jetzt nicht machst mit mir, dann passiert was? Dann, dass er eben halt gerade, dass ich habe Fußball gespielt. Mhm. Und manchmal wollte eben halt mein Vater nie, dass ich dorthin gehe. Und da hat eben halt mein Bruder dann zu mir gesagt, na, da sagst du eben ihm, dass du dort warst. Und das waren auch viele verschiedene Sachen. Ja. Dadurch, dass mit meinem Vater bei mir auch viel passiert ist. Was ist denn mit dem Vater und dir passiert? Der hat mich auch sexuell missbraucht, wo ich, also mit 12 hat es angefangen. Mhm. Und deshalb hatte ich eben halt auch die riesengroße Angst. Ja. Hat dein Bruder das mitbekommen, was dein Vater mit dir gemacht hat? Nee, also ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht aus, ich weiß es nicht. Ja. Ich hatte meinen Vater angezeigt. Du hast deinen Vater angezeigt? Hm? Wie alt warst du da? Oh Gott, wie alt war ich denn da? 20. Mhm. War ich da. Und mein Bruder weiß eben halt, also der weiß nicht, was er glauben soll. Mein Vater sagt nach wie vor zu ihm, ich habe das nicht gemacht. Und ja. Was ist denn aus der Anzeige geworden? Es wurde auf Eis gelegt. Mhm. Wie lang hat dein Vater sich an dir vergriffen? In welchem Zeitraum? Du hast gerade von 12 Jahren, also als du 12 Jahre alt warst, hast du gerade was gesagt? Mhm. Bis wie lange? Bis ich so 18 war. Das heißt, es gab eine Zeit, mhm, da musstest du beide Männer ertragen? Mhm. Da hat dein Bruder mit dir geschlafen und dein Vater mit dir geschlafen. Hm. Deine Mutter hat nichts mitbekommen? Nee, weil das war ihm halt auch so, mein Vater ist alkoholabhängig. Hm. Und dadurch, dass wir zu der Zeit eben halt ein Haus hatten, hm, und da auch Kredit drauf war, musste eben halt meine Mom auch sehen, dass das Geld auch reinkommt. Das heißt, die war wenig zu Hause und hat gar nicht viel mitgekriegt, so von dem, was geschah. Mhm. Mhm. Die war teilweise, hat sie 2 Arbeitsstellen gehabt, wo sie vormittags arbeiten war und dann auch abends arbeiten war. Tina, ich stelle mir das so schauderhaft, so schrecklich vor, wenn ich mich in dich hineinversetze und wenn ich mir vorstelle, dass es da Jahre gab in deinem Leben, wo du schon fast erwachsen warst, mhm, wo dein Vater und dein Bruder mit dir dich zum Sex gezwungen haben. Mhm. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung? Na, schon als eine sehr, sehr schreckliche Zeit. Ich habe dann auch, also ich habe eine Ausbildung gemacht. Mhm. Und wo ich dann fertig mit der Ausbildung war, bin ich auch soweit wie es geht weg. Ich bin dann gleich weggezogen, wo ein Kilometer Unterschied von 600 war. Mhm, mh, und genau das habe ich auch gebraucht, weil ich wusste dort, die können innerhalb von ein paar Stunden da sein. Mhm. Die fahren da schon. Das heißt, durch deine Flucht quasi hast du dich erst erlösen können von der Gewalt, die dir angetan wurde. So, mhm, so war es. Mhm. Jetzt bist du heute 25. Du hast gesagt, dein Bruder hat dich vergewaltigt, kann man das so sagen? Ja. Mhm. Zwischen 15 und 19. Dein Vater hat es getan zwischen
deinem 12. und 18. Lebensjahr. Wie ist heute dein Verhältnis zu deinem Bruder? Zu meinem Bruder habe ich keinen Kontakt. Auch wenn ich irgendwo schon gerne Kontakt wollte, weil ich ihn trotzdem total noch lieb habe. Trotzdem, was er dir angetan hat? Ich hatte ja auch mit meinem Vater übelste Probleme, mich von ihm loszureißen. Ich bin 2002 bin ich das erste Mal in die Klinik, wo ich dann quasi durch die Klinik geschafft habe, mich überhaupt von meinem Vater loszureißen. Und dann habe ich aber immer noch übelst lang gebraucht, dass ich wirklich sage, nee. Hat dein Vater dich auch geschlagen früher? Hat dein größerer Bruder dieses ab und zu verhindert, dass er dich schlägt? Der hat mich da sehr oft beschützt. Das heißt, deshalb bist du auch so zwiegespalten, so hin und her gerissen. Einmal der Hass, weil er dir auch sehr Schlimmes angetan hat, dein Bruder. Und auf der anderen Seite war er auch dein Beschützer. Kam auch schon mal der Gedanke, du hast deinen Vater angezeigt, dass du auch deinen Bruder anzeigst? Der Gedanke kam schon sehr oft, aber ich kann es nur machen, weil ich weiß, dass ich dann meine Mutter verliere und das will ich auf keinen Fall. Wie ist der Kontakt denn heute zu deinen Eltern? Zu meinem Vater habe ich gar keinen Kontakt. Und zu meiner Mutter habe ich sehr, sehr guten Kontakt. Aber du kannst sie dann nie besuchen, weil der Vater ja zu Hause wohnt. Nee, die sind geschieden, schon seit 2003. Ach so, ja. Das heißt, du kannst ganz normal mit deiner Mutter... du hast nie mit deiner Mutter darüber gesprochen, was passiert ist. Also ich habe selbst von meinem Vater ihr auch erst 2002 erzählt. Ah, das weiß sie dann aber schon, auch wegen der Anzeige dann. Und das ist dann ihr bekannt geworden. In der Zeit hat sie mich auch übelst gut unterstützt. Hat mir sehr, sehr viel Hilfe gegeben, gerade in den Zeiten, wo ich in Kliniken war. In dieser Zeit damals, als du so ein junges Mädel warst, so mit 15, 16, 17, als es richtig schlimm für dich war von Seiten der beiden Männer, da hattest du doch wahrscheinlich auch gar keinen Nerv, dich zu verlieben in einen Jungen oder so, oder? Nee, es ist auch so, dass ich jetzt lesbisch bin und ich habe eben halt jetzt eine Beziehung, im Prinzip meine erste richtig feste Beziehung. Ja. Und ich bin da auch sehr, sehr glücklich darüber. Ja. Und das heißt, der Sex mit einer Frau, den kannst du auch genießen, jetzt in deiner Beziehung? Also ich habe zwar schon Zeiten, wo es absolut gar nicht geht, aber größtenteils bin ich da so relativ zufrieden. Es ist schon manchmal sehr, sehr schwer. Ja, das glaube ich. Ich würde sehr gerne, Tina, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke, jetzt noch ein bisschen weiter und eingehender redest. Wärst du damit einverstanden? Ja. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Danke dir auch für deine Offenheit, dass du hier so gesprochen hast. Das ist ja sicher auch nicht so einfach. Und du legst bitte auf und die Elke ruft dich gleich wieder an, ja? Okay, danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Geschwisterliebe und Geschwisterhass heißt unser Thema. Und wenn ihr gerne mitreden wollt, hier bei uns live anrufen wollt, hier in Köln, beim WDR, bei 1 Live, dann meldet euch unter 0800 220 5050, das ist eine kostenfreie Telefonnummer, oder schreibt einfach eine Mail unter domian@wdr.de. Hier ist Christian und Christian ist 22 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Christian. Was erzählst du mir? Von welchem Geschwister? Von meiner Stiefschwester, kann man so sagen. Ja. Stiefschwester? Kann man so sagen. Ja, also es ist so halt, mein Papa hat eine neue Freundin seit 5 Jahren. Also, und die Freundin hat eine tolle Tochter. Aha, das ist ja ganz pikant. Genau, ganz pikant. Wie alt ist die tolle Tochter? 23. Ja, das ist ja passt ja perfekt. Ja, finde ich auch. Ich höre schon aus dem Lachen, aus dem schelmischen Lachen, dass das nicht nur eine Stiefschwester ist, sondern dass da mehr los ist in dir, als nur brüderliche Zugewandtheit. Ja, das stimmt schon. Also ich, ist halt so, ich habe sie kennengelernt halt vor 5 Jahren circa, also ungefähr so um die 5 Jahre ist es her und ich fand sie schon, damals fand ich schon sie total toll. Und ja, und damals habe ich mich nicht so getraut und bla 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 und wusste ich nicht so,
wie ich das so anstellen konnte. Und ja, und jetzt war ich, man muss dazu sagen, mein Vater wohnt mit seiner Freundin oben in Ostfriesland. Ja. Sind wir zu Weihnachten hochgefahren. Ja. Für beide. Wir beide? Ja, und da sind wir uns irgendwie näher gekommen. Also du bist hochgefahren zu deinem Vater? Genau. Ja. Und da war dann auch deine Stiefschwester? Nee, wir sind zusammen hochgefahren. Also sie wohnt in einer Nachbarstadt. Von dir? Genau. Und wir hatten uns vorher schon ein bisschen irgendwie per SMS ein paar Mal geschrieben und auch uns. Ach so, ist es vorher noch gar nicht großartig ein großer Kontakt da gewesen, obwohl ihr nebeneinander wohnt? Also ich hatte mit meinem Vater 400 Jahre keinen Kontakt gehabt. Ja, inzwischen. Also halt persönliche Gründe, der hatte mich aus dem Elternhaus geworfen. Ja, also schlimme Sachen sind vorgefallen. Ja, ja. Mhm. Und das konnte ich ihm nicht verzeihen und und dann habe ich mir gedacht, weißt du, ich muss halt mal irgendwann mal wieder gerade biegen. Da ist in der Vergangenheit so viel vorgefallen, ich muss das irgendwie hinkriegen. Ja. Und dann habe ich das dann halt so gemacht und dann habe ich im Juli habe ich ihm mal geschrieben und dann bin ich im August mal hochgefahren und dann war sie auch dort. Ah, ja. Und da, das war das alte Gefühl irgendwie, kam da hoch, die alten Gefühle kamen da hoch. Ja, ja, und dann war sie ein halbes Jahr in Finnland, im Auslandssemester, in Tempere. Ja. Ja, und dann haben wir ein bisschen E-Mail-Kontakt gehabt. Und dann kam die Weihnachtsfeier. Und dann kam die Weihnachtsfeier. Und dann seid ihr beiden Süßen da hochgefahren. Genau, sind wir da hochgefahren. Und jetzt hat es geschnackelt, oder wie? Ja, noch nicht so geil. Also wir haben uns geküsst. Aha. Und und das ist schon ein bisschen mehr. Also von mir ist es auf jeden Fall mehr. Also schon, du würdest schon sagen, du bist verknallt. Total, Vollkommen. Also ich bin echt vollkommen, wenn ich sie sehe. Nur ist er seit Weihnachten schon wieder ein paar Wochen vergangen. Ja, sie wohnt bei dir um die Ecke. Trefft ihr euch denn jetzt öfters mal? Ja, ja, sicher. So zwei, dreimal die Woche treffen wir uns schon. Nicht schlecht. Aber bisher nur geknutscht einmal, oder ja, was? Knutsch und ein bisschen am Nacken und so. Ja. Ein bisschen Fertigkeiten ausgetauscht. Meinst du, dass sie gebremster ist als du? Ja, sie schon. Also ein bisschen, sie ist ja schon, ja, sie weiß nicht und so, ob das so das Richtige ist, weil ihre Mama und so sagt sie immer, ja, und hinterher kann man sagen, Halbgeschwister. Ich sag so, seid ja eben keine Halbgeschwister. Genau. Im Prinzip seid ihr fremde Leute. Das hat sich jetzt ergeben durch den Kontakt von ihrer Mutter und deinem Vater. Genau. Klingt zwar ein bisschen dramatisch, meine Stiefschwester, aber im Prinzip ist es ja völlig wurscht. Hat das dein Vater oder ihre Mutter schon mitbekommen, dass zwischen euch da was sich anbahnt? Also, das habe ich meinem Papa erzählt. Mhm. Und dann sag ich so, halt bloß den Mund, das war halt bloß nicht weiter. Aber natürlich hat er da ein bisschen so weiter getratscht. Mhm. Und ihre Mama ist halt nicht so von begeistert. Also mein Papa hat gesagt, ihr seid alt genug. Finde ich auch. Also, ihr seid alt genug und ihre Mama macht da jetzt die großen Sprünge, weil, weiß nicht, irgendwie ist halt nicht so als Verhältnis zu ihr, ist nicht so toll. Zwischen dir? Mein Papa komme ich ganz gut klar mit meinem Papa, aber nicht mit... Aber okay, sie ist eine erwachsene junge Frau, du bist ein erwachsener junger Mann. Genau. Das ist dann schon euer Bier, dass ihr das miteinander regelt. Genau. Du bist total verliebt, das höre ich dir ja an. Ja, so, ja. Und wie siehst du die Chance? Meinst du, dass du sie gänzlich auch rumkriegst? Und, ja, ich hoffe es mal. Also, immerhin, wenn ihr euch dreimal in der Woche schon mal trefft. Also am Wochenende sehen wir uns morgen, gehen wir ins Kino und... Super, und man küsst sich schon in den Nacken, was immer mehr. Ja, also, genau. Das klingt ganz positiv. Also ich hätte auch überhaupt keine Bedenken, warum, auch wenn ihr beiden euch gerne habt, dann soll das auch so sein. Ja. Christian, danke für deinen Anruf und schönen Gruß an deine Halbschwester, Schiefschwester. Mach ich. Okay, tschüss. Mach's gut. Tschüss. Tschö. Steffen ist hier. Steffen ist 37 Jahre. Hallo Steffen. Hallo Domian, auch grüß dich. Zu unserem Thema Geschwisterliebe, Geschwisterhass. Hast du angerufen? Ja, habe ich angerufen. Mhm. Warum? Und zwar, pass auf, der Hammer ist, ich bin mit 2 Jahren adoptiert worden. Mhm. Und ich habe 01, wo mein Vater gestorben ist. Von meiner Mutter hat sie sich dann anvertraut, dass ich noch einen Bruder habe. Mhm. Wann ist der Vater verstorben? Der ist 01 verstorben. 2001?
Ja, ja, genau. 2001. Mhm. Jetzt ist es so, der Hammer ist, ich bin mit ihm in die gleiche Schule gegangen. Aha. Und der war in der Parallelklasse. Das heißt, du kanntest den? Ihr kanntet euch? Ja, ja, wir kannten uns. Ohne zu wissen, dass ihr verwandt seid? Ja. Ach. Also ich hatte eigentlich immer das Gefühl, mich verbindet mehr mit diesen Menschen, weil ich war in der Gegenklicke drin. Ja. Und wir haben uns immer sehr gut verstanden und wir hatten sogar mal den gleichen Typ Frau ausgesucht. Ja. Seht ihr euch denn ein bisschen ähnlich? Eigentlich nicht so sehr. Nicht, ja. Aber ich weiß bloß so viel, meine Mutter hat sich dann halt eben sehr anvertraut. Ich liebe meine Mutter sehr. Mhm. Und ich weiß, dass die Eltern von ihm, die Adoptiveltern, das nie wollten, dass wir Kontakt haben. Mhm. Und wir wohnten in einem Wohngebiet, wir wohnten 500 Meter weit entfernt voneinander. Ja. Du sagst, dass ihr euch ja schon so, dass ihr miteinander Kontakt hattet da in der Schule. War das eine Freundschaft schon, oder? Das war eine richtige Freundschaft, ja. Eine richtige Freundschaft. Ja. Und was mich immer so stutzig gemacht hat, all die Jahre so hinweg, dass meine Eltern im Prinzip immer gefragt haben, und wie versteht ihr euch so und. Mhm. Und wo dann das Thema aufkommt, wo mein Vater damals verstorben war. Er wollte es eigentlich nicht, ja, dass ich es erfahre. Meine ja. Mutter hat es aber dann offenbart. Er hat gesagt, für den Fall, dass mir noch was passiert, das müsstest du eigentlich wissen. Mhm. Und darum, ich bin ja sehr dankbar darüber, gell? Also von sofern, aber ich bin eben der Meinung, ich sollte es ihm sagen, aber ich weiß, dass er nicht weiß, dass er adoptiert ist. Ach, das ist bis heute noch nicht aufgelöst. Nein, gar nicht. Also du hast das im Jahre 2001 erfahren. Das ist nein, ich wusste es von Anfang an. Ich wusste von Anfang an, dass ich adoptiert und meine Eltern sind damit sehr, sehr offen umgegangen, ja, aber er wusste es nicht. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Aber du weißt erst von ihm seit dem Jahr 2001. Ja. Ne, so hast du es gerade erzählt. Offiziell, ja. Offiziell. Und inoffiziell habe ich es eigentlich immer so ein bisschen vermutet. Ich wusste auch sofort, wo meine Mutter gesagt hat, also du hast noch einen Bruder, habe ich gleich auf den Namen getippt. Mhm. Jetzt muss ich mal fragen, du bist adoptiert, er ist adoptiert. Ja. Weißt du was von deinen leiblichen Eltern? Ja, das war jetzt nicht. Meine Mutter ist damals, hat sich das Leben genommen. Ja. Und mein leiblicher Vater wollte von uns beiden nichts wissen. Mhm. Weißt du, ob der noch lebt? Das weiß ich leider nicht. Interessiert dich das? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Ja, also jetzt kann ich gar nicht verstehen, du musst doch eigentlich auf heißen Kohlen sitzen mit diesem Mann. Weißt du, wo der Mann jetzt lebt und was der macht? Ich denke mal schon, dass er noch in meiner Heimatstadt sein wird, ja. Mhm. Warum hast du noch keinen Kontakt zu ihm aufgenommen? Du meinst, es ist so, ich will keine Wunden aufreißen, weißt du, wie ich meine? Das ist, er weiß von gar nichts. Mhm. Nicht? So wie du es gerade gesagt hast, von wegen, dass er weiß es nicht, dass er adoptiert wurde. Nein, weiß er gar nicht, überhaupt nicht. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Es ist absolut obskurs. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, du weißt, du hast noch jemanden. Mhm. Es kann ja auch mal sein, wenn jemand schwer erkrankt oder uns. Völlig kurios, ja. Ja, woher weißt du denn so genau, dass er es nicht weiß? Weil meine Mama mir das gesagt hat. Hat die denn noch so Kontakt zu dieser Familie? Nein, aber sie kennt sie sehr gut und sie weiß, dass sie sich damals, sie kennen sich untereinander damals. Damals, aber es ist viele Jahre vergangen. Ja, ja, mittlerweile jetzt 35 Jahre. Nicht? Eben, ja. Wann hatte denn deine Mutter den letzten Kontakt zu diesen Pflegeeltern? Oh, ich denke mal so in den 80er Jahren, denke ich. So, dann weiß man doch überhaupt gar nichts. Das kann doch durchaus sein, dass die es ihm doch gesagt haben, dass er adoptiert. Meine Mutter ist ganz feste Überzeugung, die Frau wollte das damals nicht, die Eltern. Mhm. Und sie weiß 100%, dass er das nicht weiß. Und jetzt weiß ich nicht, wenn ich natürlich dort auftrete, nicht? Ich meine, man kennt sich, logisch. Mhm. Und ich habe ihn auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen, kannst du sagen, seit fast vielleicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde es mir aber unter den Fingernägeln kribbeln. Ja, das kribbelt mir auch. Ja, wenn ich wüsste, ich habe da einen leiblichen Bruder und aufgrund dieser tragischen Verstrickung kann ich nicht an den ran. Wie wäre es denn, man muss ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, wenn du einfach den Kontakt wieder zu ihm suchst und einfach eine nette Bekanntschaft, vielleicht sogar eine Freundschaft aufbaust. Und dann, was sich dann irgendwann mal ergibt, sei dahingestellt. Naja, das Problem ist bloß, ich bin jetzt ein paar hundert Kilometer von zu Hause weg. Ich bin aus der ehemaligen DDR. Ja gut, aber du kannst ja da mal zu Besuch... Wohnen da noch Leute, bekannte Freunde von dir in der Gegend? Eigentlich schon, aber die haben eben weniger Kontakt zu ihm. Ja, aber ich wüsste auch gar nicht, ob er noch da in der Gegend ist. Das wollte ich gerade sagen. Vielleicht wohnt er ja auch gar nicht mehr da. Mhm. Aber du könntest das ja rauskriegen, wo er wohnt. Eigentlich schon, das wäre kein Problem. Wer weiß, vielleicht wohnt er bei dir um die Ecke. Wer weiß es, es kann ja sein. Na, hier in der Gegend, glaube ich, wohnt er nicht. Ja.
Ich meine, also das ist schon sicher, es brennt einen unter den Nägeln, ja. man will sich auch mal austauschen, total. Aber ich weiß eben nicht, wie man da rangehen soll. Ich würde den suchen, erstmal so nach dem Motto alte Schulfreundschaft auffrischen und mit ihm Kontakt aufbauen und mal sehen, wie die Verhältnisse sind und mal alles abtasten, wie es da so ist. Aber ich würde die Nähe zu diesem Bruder suchen. Ja, sicher, und irgendwo fehlt da einem ja auch. Ich meine, man weiß, man hat noch ein zweites Ich irgendwo sitzen, klar, und man darf keinen Kontakt aufbauen oder man weiß nicht, wie es gehen soll. Ja, zumal aufgrund dessen, dass deine Mutter so lange da auch keine Kontakte hin hatte, weißt du ja gar nicht, was da los ist. Das heißt, wenn du einen freundschaftlichen Kontakt aufbaust, lernst du ja allmählich auch die Familienverhältnisse kennen. Also ich weiß bloß, dass er wohl ein Kind hat, das weiß ich. Ja, auch die Verhältnisse vielleicht zu seiner Pflegemutter und weiß ich was alles. Mhm. Ich würde ihn suchen, ich würde so schnell wie möglich irgendwie versuchen, mal ein Treffen zu arrangieren. Mhm. Dass du das so lange ausgehalten hast, Mann. Ja, irgendwo verliert sie es ja auch ein bisschen, aber man denkt schon drin. Das glaube ich, man hat es wahrscheinlich irgendwie immer so im Hinterkopf, ne? Und ab und an fällt es einem ein oder... Meine größte Angst ist eben bloß, Domian, dass er den Glauben verliert. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil er weiß von gar nichts. Ja, aber wie gesagt, du musst es ja auch nicht gleich mit wehenden Fahnen dahin tragen. Nee, das würde ich auch nicht tun. Ja. Irgendwie muss ich jetzt einen Weg finden, vielleicht sogar noch diplomatischen, wie man so schön sagt, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ja. Denn ich sage mal, ich bin jetzt 37. Ja. Und ich denke mal, langsam wird es doch Zeit. Mhm. Finde ich auch. Finde ich wirklich auch. Mach dich auf die Suche, suche ihn. Und baue einen vernünftigen Kontakt auf und dann werden sich die Dinge schon regeln, glaube ich. Dann wirst du schon intuitiv, glaube ich, das Richtige tun. Wenn ja, vielleicht hast du für mich noch eine Kontaktadresse, wo man vielleicht das besprechen kann, wie man am besten vorgeht. Denn ich weiß nicht, wie diese Frau dann reagiert oder nicht reagiert oder wie er reagiert, ob er vielleicht völlig vom Kopf gestoßen ist oder... Denn ich weiß es seit dem zweiten Lebensjahr, seitdem ich meinen Eltern bin. Ich wiederhole es jetzt nochmal. Du musst das ja nicht gleich sagen. Du sollst ja erstmal einfach nur ihn kennenlernen. Mhm. So nach dem Motto, Mann, wir waren damals gute Freunde und bau mal wieder einen Kontakt auf. Mhm. Und wann und wie du es ihm dann sagst, das ist erst der dritte, vierte Schritt vielleicht. Ja, sicher. Aber der erste Schritt ist erstmal an den Mann ranzukommen und ein Gefühl für die Situation zu kriegen. Aber ich finde es irgendwo auch von den anderen Pflegeeltern blöd, dass die es nie gesagt haben. Also ja, finde ich auch. Ich bin meiner Mutter eigentlich sehr dankbar, mein Vater wollte es mir auch nicht sagen. Aber dass sie mir wenigstens gesagt hat, so und so ist es, gell? Ja, das definitiv finde ich das auch nicht in Ordnung. Nee, gar nicht. Lieber Steffen, ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute. Ich danke dir. Mit dem Vorhaben. Alles und Liebe. Kann ich noch ein Autogramm von dir kriegen? Legst du bitte auf, wir rufen zurück. Klar, danke. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit der Janni. Und Janni ist 40. Morgen Janni. Hallo, Domian. Ich höre dich ganz schlecht. Ganz aber das wird schon jetzt sich aufbauen allmählich. Janni. Ja, ich kann fast gar nichts verstehen. Du kannst fast gar nichts verstehen? Ja, fast gar nicht. Ich nehme mal das andere Ohr. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ja, jetzt ist es etwas besser. Geht es etwas besser? Ja. Ich rede mal einfach ein bisschen weiter, weil manchmal muss ich das so aufbauen in dem Telefon. Du hast auch zu unserem Thema Geschwisterliebe und Geschwisterhass angerufen. Ja. Warum? Zwei meiner Schwestern haben sich umgebracht. Mhm. Wie viele Geschwister hast du? Wir waren also 6 Kinder. Ja. Und die Älteste und die Jüngste, die haben sich also umgebracht gehabt. Und das waren also, kann man sagen, ich meine, ich habe die anderen auch alle sehr lieb. Aber halt gerade die zwei, mit denen ich eigentlich den besten Kontakt so hatte, die haben sich halt umgebracht gehabt. Wann haben die das gemacht? Also die Älteste, die ich hatte, die hat... Also da war ich 14 Jahre alt und die hat Medizin studiert, hatte Diabetes gehabt und hat dann eine Diplomarbeit über ihre Krankheit geschrieben und hat dann mitgekriegt, ich lebe nicht mehr lange und hat dann sich vor den Zug geworfen. Und somit sind wir, also alle anderen 5, groß geworden. Meine Mutter, die hat dann nichts anderes mehr gemacht, als jeden Tag zum Friedhof zu rennen. Ja. Da warst du 14, als das passiert ist. Da kriegt man das ja schon aber richtig volle Kanne mit, ne? Ja, ich verstehe fast gar nichts, Domian. Ach, das ist aber sehr schade. Janni, pass mal auf, wir machen Folgendes. Wir beenden das mal und meine Regie ruft dich nochmal an. Mhm. Vielleicht kriegen wir dann eine saubere Leitung hin, okay? Ja, okay. Okay. Ja. Dann machen wir jetzt erstmal weiter mit der Jacqueline. Und Jacqueline ist 19. Hallo, Jacqueline. Hallo. Hallo, Jacqueline. Über einen Bruder, eine Schwester sprechen? Nein, über meine Schwester. Über die Schwester. Was ist da los? Meine Schwester Katrin ist halt 34. Mhm.
Ja, und ich habe halt keinen Kontakt mehr zu ihr, nicht wirklich. Nur manchmal, ganz, ganz selten. Mhm. Ja. Warum hast du keinen Kontakt? Was ist da? Ist da was passiert? Was vorgefallen? Ja, ich bin halt mit 13 ins Heim gekommen. Mhm. Und das war eine richtig schlimme Zeit. Also du bist mit 13 ins Heim gekommen und deine Schwester war da auch noch in der Familie oder nicht mehr in der Familie? Nein, die war nicht mehr in der Familie. Die ist selber mit 15, habe ich aber allerdings erst später erfahren, ausgezogen, mhm. weil sie auch nicht mehr klar kam dort. Mhm. Und weil es wohl die Hölle war für sie, die absolute Hölle. Wie viele Kinder waren in der Familie? Insgesamt 3. Mhm. Also gab es noch ein jüngeres Geschwister? Ja, eine etwas jüngere Schwester, ja. Genau. Die ist 28. Warum bist du ins Heim gegangen mit 13? Ich bin schon früher von zu Hause abgehauen, mhm. mit 7 das erste Mal. Mhm. Und dort hat die Polizei mich allerdings gefasst und wieder zurückgebracht. Mit 7 ist ja schon sehr früh. Das heißt, ja. Du hast dich überhaupt nicht zu Hause wohl gefühlt und wolltest weg. Ja, richtig. Ich war halt immer am Weinen. Ja. Ja, aber war nie wirklich jemand da, der mir halt geholfen hat. Was war denn so schlimm in der Familie? Mein Vater ist halt sehr gewalttätig. Halt, ist halt immer bei den kleinsten Kleinigkeiten schon ausgerastet. Hat euch geschlagen? Ja. Schlimm geschlagen? Ja. Kann man sagen, misshandelt? Ja, ich denke schon. Das ging halt so weit, dass ich mich abends zum Beispiel nicht mehr getraut hatte, auf Toilette zu gehen. Mhm. Halt dann heimlich in ein, was ist wirklich peinlich ist, aber ich habe wirklich heimlich in einen Plastikbecher gemacht. Mhm. Weil ich wusste, wenn ich abends noch meine Eltern wach mache, wenn ich halt zur Toilette gehe und ich hatte schon immer eine schwache Blase, mhm. dann gibt es wieder Ärger. Mhm. Was wäre dann passiert? Hätte er dich dann geschlagen, weil du zum Klo musst? Ja, bei uns in der Ecke stand halt immer ein Teppichklopfer. Ja. Ja, und damit habe ich halt oft einen drüber bekommen. Mhm. Ja, und auch halt so, also mein Vater hat mich auch oft ins Gesicht geschlagen. Mhm. Und meine Mutter hat halt meistens nur zugeguckt. Gab es auch sexuelle Übergriffe von Seiten des Vaters? Nein, von Seiten des Vaters nicht. Mhm. Nein, aber auch in der Familie, ja. Das heißt, das hast du auch erlebt? Ja. Von wem? Von dem Mann, von meiner Schwester. Von meinem Schwager. Von der jetzt, von der... Nicht von der, die ich hasse, nein. Von der, die ich echt lieb habe, ja. Also die 34-Jährige? Nein, die Jüngere, die 28-Jährige. Davon der Mann? Genau. Der hat das gemacht? Ja. Mhm. Mann, und dann bist du mit 13 ins Heim gekommen. Richtig, das war halt, ich hatte halt mit 12, hatte ich mich anvertraut an eine Lehrerin in meiner Schule. Ja. Und die hat das dort halt direkt ans Jugendamt weitergegeben. Mhm. Und ich muss dazu sagen, das Jugendamt hat halt sofort gehandelt. Mhm. Und es gab halt ein klärendes Gespräch. Ja. Und dort hat das Jugendamt halt nicht direkt das Aufenthaltsbestimmungsrecht halt entzogen. Also zuerst wurde ich in eine Aufnahmestelle wurde ich gebracht, vom Jugendamt halt abgeholt aus der Familie. Ja. Bist du dann, Jacqueline, du bist jetzt 19 Jahre alt. Wie lange? Heute geworden, ja. Heute geworden? Ehrlich? Ja. Herzlich. Ja. Wie gerade, erst vor zwei Stunden? Ja, richtig. Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Alles ja, Liebe, danke. Alles Gute, aber ganz von Herzen. Das ist ja super, ein Geburtstagskind habe ich hier. Super. Viel Glück. Danke. Wie viele Jahre warst du dann in dem Heim? Ich war von 13 bis 18 in dem Heim. Und wo lebst du jetzt? In der eigenen Wohnung? Ja, jetzt habe ich meine eigene Wohnung, ja. Das ist wahrscheinlich ein tolles Gefühl, ne? Ja, doch, auf jeden Fall. Und arbeitest du auch? Hast du einen Job oder gehst du noch zur Schule? Ja, ich bin zurzeit in der Ausbildung zur Krankenschwester halt. Ah ja, also alles so auf guter Bahn. Also eigene Wohnung, gute Ausbildung. Ja. Das ist doch schon mal gut. So, jetzt lass uns mal über die Schwester reden. Die 34-jährige Schwester, die ist ja nur erheblich älter als du. Die hast du sehr lieb. Ich hasse sie, um ehrlich zu sein. Ich weiß es selber nicht. Es ist halt so, dass ich, sie hat sich halt sehr selten gemeldet. Mhm. Und in der schwierigen Zeit, mit 13 halt, wo es halt wirklich dann später zuerst das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das war halt sehr schnell weg. Mhm. Und das war halt keine Frage, weil es gab halt genug Anzeichen dafür, es gab genug Beweise. Mhm.
und auch genug Zeugen, also halt Nachbarn und von der Familie hat sich halt niemand dazu geäußert, aber halt von den Nachbarn. Mhm. Und die Lehrer hatten halt auch gesehen, dass das nicht stimmte. So, und du wirfst deiner Schwester jetzt vor, dass sie sich nicht um dich gekümmert hat damals? Sie hatte mir halt angeboten in der schwierigen Zeit, wo ich dann von der Aufnahmestelle halt ins Heim kam, hatte sie mir halt angeboten, sie hatte sich im Heim gemeldet, dass ich bei ihr wohnen könnte. Ja. Und sie hatte halt ein Haus, also sie hat es immer noch und halt auch recht weit entfernt. Aber sie hat dich nicht genommen? Nee, sie meinte halt von wegen, dass ich bei ihr wohnen könnte und dass dann alles toll wäre und ich ja keinen Kontakt mehr haben müsste zu meinen Eltern und sie weiß ja, was da alles vorgefallen ist, weil sie es selber erlebt hat. Ja, ja. Ja, und aber sie hat dich hängen lassen? Genau, da war ich halt im Zweifeln in der Zeit und war total froh und dachte halt, ja, meine Schwester nimmt mich auf und alles ist super. Und dann, als ich dann mich für Nein entschieden hatte, als mein Vater dann noch mit dem Messer vom Heim stand, vor der Heimtür und von der Polizei weggebracht worden ist, das kam auch noch zwischendurch vor, und ich hatte mich halt für ein klares Nein entschieden, dann hatte sie mich nochmal angerufen und mir gesagt, dass das sowieso nur, dass sie das nur gesagt hatte, weil sie wollte, dass das mit dem Jugendamt also geklärt ist, bis das geklärt ist, dass ich bei ihr wohne, bis das geklärt ist und dass ich dann wieder zurück zu meinen Eltern gehe. Also eine Riesenenttäuschung, die sie dir angetan hat. Hast du denn irgendwann zwischenzeitlich nochmal versucht, mit ihr mal zu telefonieren oder mal zu schreiben, irgendwas? Also ich wollte ihr ab und zu mal zum Geburtstag gratulieren, aber habe mich dann auch nicht getraut anzurufen, weil sie mir all die Jahre vorher auch nicht gratuliert hat. Das heißt, sie hat auch nie mehr nachgefragt, wie es dir geht, was du so machst, gar nichts? Nein, gar nichts. Genau das ist es halt. Und ich habe halt immer über meine Oma habe ich halt viel erfahren. Ja. Meine Oma hat mir halt oft gesagt, dass sie halt das und das sagt, aber sie hat halt nie Kontakt zu mir aufgenommen. Ja. Das war es halt. Das hatte ich vorhin verwechselt. Und die andere Schwester, die nicht so ganz viel ältere Schwester, hast du mit der einen guten Kontakt? Ja, das schon. Das schon. Mhm. Ja. Aber diese Sache mit dieser 34-jährigen Schwester, das liegt dir sehr auf der Seele. Ja, auf jeden Fall. Weil ich einfach nicht weiß, warum sie das gemacht hat. Warum sie in der schwierigen Zeit, wo ich wirklich total am Ende war, auch Selbstmordgedanken hatte. Und ihr ging es gut. Sie hatte ein Haus, das ist schon mal. Das heißt, sie hatte auch, war finanziell ganz gut abgesichert und sie hätte dich durchaus in ihr Haus, hätte sie dir da ein Zimmer zur Verfügung stellen können. Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist natürlich schlimm. Das finde ich auch sehr schlimm, wenn die eigene Schwester einen dann so hängen lässt und sich dann nicht mal um dich gekümmert hat. Keinmal besucht im Heim, keinen Brief geschrieben, keinen Geburtstagsgruß, gar nichts. Nein. Und jetzt vor kurzem war halt der 80. Geburtstag von meiner Oma. Mhm. Und dort hat sie mich halt eingeladen zu einem, also sie nicht, sondern sie hat halt drei Kinder. Mhm. Und ein Kind davon, also meine Nichte, hat mich halt eingeladen zum Geburtstag. Und jetzt, sie meinte halt ja, dass sie gerne wollte, dass ich doch komme und weil ich hatte mich halt am Geburtstag, habe ich halt ziemlich viel Spaß mit ihr gehabt, weil ich bin halt gerne mit Kindern zusammen. Ja. Und die Nichte hat dich zu einem anderen Geburtstag eingeladen? Zu ihrem Geburtstag. Genau. Und der ist jetzt halt bald und ja, ich weiß es halt nicht, wegen den Kindern fände ich es halt schade, wenn ich keinen Kontakt mehr hätte. Aber wegen meiner Schwester. Ich würde da auch so... Deine Schwester hat dich nicht eingeladen zu dem Geburtstag, sondern ihre Tochter. Ja, genau. Ich würde da nicht einfach so hingehen. Da muss vorher was Bereinigendes geschehen, sonst entsteht vielleicht eine ganz, ganz schreckliche Situation auf dem Geburtstag. Schreib deine Schwester doch nochmal einen richtig langen Brief. Schreib dir mal alles so von der Seele. Und warte doch mal ab, wie sie darauf reagiert. Du kannst ja auch schreiben, dass du gerne mit ihr wieder Kontakt hättest und kannst ja auch ein Friedensangebot machen, dass du es zwar alles schlimm findest, aber eigentlich würdest du auch gerne nach vorne schauen und auch wegen der Kinder würdest du gerne Kontakt haben. Ja. Das würde ich mal machen und dann in freundlicher Form schreiben. Dann hast du schon mal das gemacht, was du tun kannst und du stehst gut da. Ja. Und dann muss man mal gucken, wie sie darauf reagiert und ob sie sich dann vernünftig verhält. Ich verstehe halt ihr ganzes Verhalten nicht, warum sie da so reagiert hat, weil das war halt ziemlich hart für mich. Ja, klar. Ich würde es mal so versuchen, Jacqueline. Ja. Dann wünsche ich dir nochmal alles Gute und vor allen Dingen einen sehr schönen Tag heute, einen schönen Geburtstag. Ja, danke. Mach's gut, tschüss. Auf Wiedersehen. Saskia ist hier. Saskia ist 23 Jahre alt. Hallo, Saskia. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Du hast auch zu unserem Thema angerufen. Ja. Und zwar meine persönliche Geschichte. Ich habe meinen Halbbruder
mit 14 bei der Tanzstunde kennengelernt. Mhm. Und das war meine erste große Liebe. Ach, war das dein leiblicher Halbbruder? Ja, also wir haben denselben Vater und unterschiedliche Mütter. Ja. Und ihr wusstet nichts voneinander vorher? Gar nichts? Wir wussten beide nichts voneinander. Nein. Da wusste nicht der eine, dass es die andere gibt und diejenige nicht, dass es ihn gibt. Bei der Tanzstunde kennengelernt. Mhm. Und dann verliebt ineinander. Ja. Wie lange ging die Liebe? Wie lange hielt die? Ja, es ging so ein knappes Vierteljahr. Ja. Ja. Und wie ist das dann aufgeflogen, dass ihr eben quasi Geschwister, also Halbgeschwister seid? Ja, es ist, wir haben viel unternommen, haben auch festgestellt, dass wir gemeinsame Freunde hatten. Und er hat mich dann öfter nach Hause gebracht oder abgeholt. Wir haben öfter telefoniert, so wie das dann ist. Mhm. Und das hat meine Mutter dann irgendwann mal mitbekommen. Ja. Und es gab einen Abend, das weiß ich, da hat er mich von der Tanzstunde nach Hause gebracht. Und ich glaube, wir haben uns das erste Mal geküsst und ich war total happy. So mit 14, erste große Liebe, erster Kuss und und bin halt zu Hause rein und ja, und schön und toll und bin in mein Zimmer gegangen, habe meine Hausaufgaben gemacht und meine Mutter kam rein. Das hat sie nie gemacht. Das war so eine ganz komische Situation und setzte sich zu mir aufs Bett und meinte zu mir, ja, verlieb dich nicht. Und ich habe sie gefragt, warum, Schwerverbrecher, weil sie so die dämliche Angewohnheit, hatte, mir meine Freunde vorschreiben zu wollen. Kurze Unterbrechung. War der Junge denn bei euch dann auch schon im Haus gewesen? Deine Mutter hat ihn kennengelernt? Nein. Nein, aber sie kannte ihn. Sie kannte ihn, ja. Ja, und sie sagt, also sie fragte sie da halt und sie sagte nur zu mir, nein, das ist dein Bruder und ist gegangen. Wie? Einfach so hingeknallt? Ist dein Bruder? Ja, sie hat mir das so serviert und ist dann gegangen. Das war auch das einzige Mal, dass sie mit mir darüber geredet hat, ja. Das ist doch für eine 14-Jährige der absolute Hammer, sowas. Absoluter Horror, ja. So, dann sitzt du da mit deinen Schulaufgaben, mit deinen ganzen verwirrten Gefühlen, du bist verliebt und dann sagt dir plötzlich deine Mutter, das ist dein Bruder und tschüss und geht raus. Was macht man denn da in dem Moment? Ja, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich gemacht habe. Ich weiß, dass meine ganze Welt zusammengebrochen ist. Wie alt war er? 19. Bitte? Also er ist 5 Jahre älter als ich, er war 19. Ja, und wie hast du dich dann weiter verhalten? Ja, ich habe ihn den nächsten Tag angerufen nach der Schule. Mhm. Und gesagt, wir müssen uns treffen, ich muss mit dir reden. Mhm. Und ja, haben uns dann getroffen und ich bin dann hin und er hat mich so umarmt, so wie das halt üblich war. Ja. Und Ich weiß nur noch, dass ich gesagt habe zu ihm, wir dürfen das alles nicht und du bist mein Bruder. Ich habe das völlig ausgeklingt, was in der Situation passiert ist. Wir können uns da beide nicht mehr dran erinnern. Also selbst wenn wir uns heute darüber unterhalten, wissen das irgendwie nicht mehr, wie diese Situation halt war. Ist völlig verdrängt. Nochmal zu meiner Hintergrundinformation. Du hattest dann folglich keinen Kontakt zu deinem leiblichen Vater in der Zeit? Nein. Überhaupt nicht. Du wusstest auch gar nichts über dessen Leben und was da passiert ist. Gar nichts. Nein. Wohnt aber offensichtlich gar nicht so weit auseinander, ne? Wenn man also wir sind in derselben Stadt aufgewachsen. Mhm. Wir haben auch, also alle drei Familien quasi, also die Familie von meinem Bruder, meine Familie und mein Vater in derselben Stadt gewohnt. Mhm. Die hat so 25.000 Einwohner, das ist so, kennt jeder jeden. Mhm. Und so völlig aneinander vorbeigelebt quasi. Ja. Diese Information, das ist mein Bruder, hat die ausgereicht, um das Verliebtsein kaputt zu machen? Nein. Nein. Das geht nicht. Das Gefühl war ja da und wir haben ja keinen Lichtschalter, der an und ausgeht. Was ist denn dann aus dieser jungen Liebe geworden damals? Ja, wir haben versucht, das auf die Reihe zu bekommen, beide. Und haben uns, also wenn ich das heute so rückwirkend betrachte, ich meine, es ist fast 10 Jahre her. Mhm. Ziemlich allein gelassen damit. Ich habe meine Mutter noch einmal darauf angesprochen. Ja. Und da meinte sie zu mir, ja, er ist 5 Jahre älter als du. Ich dachte, ihr würdet euch nie begegnen. Und das fand ich so utopisch. Ist denn eine absolute Ausrede für mich. Ja, natürlich, ja. Ist denn dann eine Liebesbeziehung daraus erwachsen? Nein. Das nicht? Nein, da haben unsere Familien schon genug gegen getan, dass das halt nicht so ist. Und auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, mein Stiefvater ist Polizist, mein Bruder inzwischen auch. es wäre Inzest. Der Inzest ersten Grades und das sind so die Gesetze, die einem da entgegengeschleudert kamen. Und da hat man natürlich, wenn man 14 ist, total Angst. Ja, total Angst, man weiß überhaupt nicht. Und aber dennoch mein Bruder wusste nicht,
er ist dann zum Bund gegangen. Ja. Ich habe meine Lehre im Sauerland gemacht. Also wir waren dann auch getrennt und haben immer Briefe geschrieben und so. Wie ist denn der Kontakt? Gefühl ist nie wirklich gestorben. Ach so, da ist bis heute ein ist bis heute, ja. Immer ein, noch da. Ein großes, inniges Gefühl? Ja, sicherlich. Also ich sage immer, sicherlich ist es mein Bruder und ich liebe meinen Bruder, aber mehr als ich darf. So drücke ich das immer aus. Wie oft siehst du deinen Bruder? Sehr selten, weil ich wohne im Saarland und mein Bruder in Berlin. Mhm. Demnach begegnen wir uns nicht oft. Ja, hast du eine Partnerschaft? Einen Freund? Im Moment nicht, nein. Ist er in festen Händen? Ist er verheiratet? Hat er eine Freundin? Er hat eine Freundin, ja. Ja, es ist immer so, das gibt schon Komplikationen, weil nicht unter uns, weil war schon irgendwie, seitdem wir das wissen, so fand er meine Freunde halt blöd und ich seine Freundinnen. Also, war schon Eifersucht da? Nicht in dieser Art und Weise, dass wir uns jetzt Szenen machen würden, aber wir mögen diejenigen dann halt nicht besonders. Die spüren das nicht, aber wir wissen das. Also das bedeutet, dass... Aber es gibt so unter den Partnern diese Eifersüchteleien, weil wir uns doch sehr nahe sind. Und wissen die Partner von dieser Vergangenheit? Nein. Nein. Ist auch vielleicht besser, das nicht zu erzählen, weil da schürt man unnütz schlechte Gefühle. Aber ich gehe dann davon aus, so wie du es jetzt erzählst, dass dein Bruder genau so innige Gefühle hegt für dich, wie du für ihn. Ja. Dass er eigentlich auch dich mehr liebt, als er lieben dürfte. Also wenn man das so ausdrücken mag, ja. Mhm. Also wir haben so diesen Spruch, wenn wir Nachrichten schreiben oder telefonieren oder so, dann heißt es am Ende immer, ja, träum schön. Vielleicht ist ja der Traum der einzige Ort, an dem wir zusammen sein können. Oh, das ist aber... Das bleibt immer noch. Und das ist dramatisch. Er hat eine Ostern, letztes Jahr Ostern, noch eine Nachricht geschrieben. Da haben wir ein bisschen viel getrunken. War das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Mhm. Und in dieser Nachricht stand dann, was wäre eigentlich, wenn mir das nicht mehr ausreicht? Also so viel zu deiner Frage. Ja, ich wollte gerade sagen, ertappst du dich dabei, dass du irgendwann so in dir denkst, so ganz für dich, driss auf alle Gesetze, ich will meine Liebe leben? Manchmal ja, aber dafür sind wir, glaube ich, zu vernünftig. Mhm. Ich meine, ich habe Familie in der Hinsicht, ich habe Kinder. Und ach, du hast schon Kinder? Ja. Und mein Bruder hat seinen Beruf, der auch nicht gerade einfach ist, was solche Gesetzeskonflikte betrifft. Natürlich, das ist ganz klar, das muss man nochmal sagen, dass es strafrechtlich natürlich ein Straftatbestand ist. Ne? Genau. Und ihr würdet euer Leben riskieren in dem Sinne, dass das alles auseinanderbrechen würde. Vor allen Dingen, wenn du Kinder hast, trägst du Verantwortung. Genau. Tragisch, ne? Das ist, ja, absolut. Mhm. Das ist manchmal, wenn man so darüber nachdenkt, wie in einem schlechten Film. Mhm. Also wir haben jetzt 9. Jahrestag in ein paar Tagen. Mhm. Und das ist schon eine harte Sache. Mhm. Hat auch so ziemlich, wenn ich sage, so mein Leben so ein Stück weit zerstört. Es hat den kompletten Bruch mit meiner Mutter herbeigeführt. Also ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter und auch nicht mehr zu meinem Stiefvater. Und weil das hat so viel kaputt gemacht. Ich denke, sie kann sich nicht vorstellen, was sie mir oder uns damit angetan hat. Mhm. Aber es ist halt diese Sache, ich ertappe mich oft dabei, dass ich irgendwie, wenn ich einen Partner habe, den vergleiche. Das, der Partner, also wenn man es jetzt ganz, ganz krass ausdrückt, dass der Partner immer irgendwie zweite Wahl ist? Ja, genau. Mhm. Ganz krass gesagt ist es so, ja. Hast du eigentlich über ihn deinen leiblichen Vater dann auch nochmal kennengelernt? Nein. Nicht? Nein, also das war eine andere Sache. Ich habe heute Kontakt zu meinem leiblichen Vater. Ich bin auch zu ihm gezogen hierher. Ich wieder ein Stück Familie um mich haben wollte, wegen dem Bruch zu meiner Mutter. Ja, also jetzt gibt es Kontakt zum leiblichen Vater? Ja, seitdem ich 18 bin. Seitdem du 18 bist. Er hat mir auch viel darüber erzählt und hatte mal ein sehr schlechtes Gewissen deswegen, weil wir keinen Kontakt hatten und er mich davor nicht bewahren konnte. Ich muss dazu sagen, dass mein Bruder ist ein ehrliches Kind. Mhm. Und der hat keinen Kontakt zu unserem Vater und er möchte das auch nicht. Mhm. Er akzeptiert, dass ich das habe, hat damit kein Problem, aber für ihn selber ist das nicht. Was für verworrene Verhältnisse, ne? Das ist absolut, ja, das ist komplett irre eigentlich. Ja.
wenn man sich das so überlegt, ist das Wahnsinn. Was wünschst du dir, wenn du so in die Zukunft schaust? Oder in die ferne Zukunft? Ein utopischer Wunsch wäre, dass diese Gefühle dahingehend aufhören, dass man ein normales Leben führen könnte, also normale Beziehungen eingeht. Und, ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Oder gibt dass es, ich gibt ihm normal begegnen kann, ja. Also ohne oder gibt es das Wünsche oder Fantasien zu haben. Oder gibt es das utopische Gefühl auch, dass irgendwann vielleicht in einer ferneren Zukunft, wenn ihr nicht mehr so belastet seid mit Verantwortung, doch irgendwie einen Weg zueinander findet? Das gab's mal. Also ich hatte mal so eine Phase, wo ich das gedacht habe. Obwohl inzwischen denke ich, dass wir dann so weit sind, dass das nicht funktionieren würde. Ich glaube das nicht, dass da irgendein Weg hinführt. Ja, ja. Da hängt so viel mit drin. Also es ist seine Familie. Ja, ja. Und also dieses ganze Familiengeschichte überhaupt, also das war schon damals Horror. Ich weiß nicht, wie es dann noch wird. Eine wirklich tragisch traurige Geschichte. So muss man das sagen, ja. Danke dir für den Anruf, Saskia. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. Anna ist hier. Anna ist 24. Hallo Anna. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, es geht um meine Schwester. Mhm. Ich bin mit 3 Jahren adoptiert worden. Ja. Und als ich 13 wurde, da ist meine Schwester zur Welt gekommen. Mhm. Und von da an habe ich sie gehasst. Du bist mit 3 Jahren adoptiert worden. Ja. Als du 13 warst, ist deine Schwester in der Adoptionsfamilie zur Welt gekommen. Genau. Das war dann das leibliche Kind deiner Adoptiveltern. Genau. Ja. Und ich habe sie gehasst, weil ich wurde dann irgendwie im Mittelpunkt weggeworfen, sag ich mal so auf Deutsch. Mhm. Sie war für meine Eltern das Beste. Mhm. Und ja, ich konnte halt sehen, wo ich bleibe. Ja. Und dann jetzt vor kurzem, 2004, ist mein Vater gestorben. Und von da an verstehen wir uns eigentlich sehr prächtig. Die ist jetzt wie alt, deine Schwester? Die wird jetzt 12. 12. Ja. Mhm. Und wir verstehen uns super. Wir hatten vor kurzem Streit gehabt. Mhm. Und dann hatten wir uns plötzlich wieder vertragen. Da hat sie bei mir ganz ursprünglich dann angerufen. Mhm. Und ja, ich habe geweint vor Freude. Das kannte ich gar nicht von mir. Kannst du ihr das denn schon so ein bisschen begreiflich machen, warum du damals so auf Abstand gegangen bist? Und kannst du deine Gefühle ihr so erklären, die du früher hattest? Geht das schon? Ich habe es versucht, nur sie versteht es noch nicht. Mhm. Oder sie will es nicht verstehen. Sie kommt jetzt in die Pubertät. Ja. Und das ist halt ziemlich schwierig, wenn man mit ihr darüber spricht. Aber immerhin habt ihr jetzt schon mal einen Gesprächsfaden irgendwie geknüpft. Ja, das haben wir. Ja. Freust du dich darüber? Ja, wir unternehmen auch sehr viel. Also wir gehen einmal in der Woche reiten und das macht mir super Spaß. Und manchmal ruft sie auch an, ob ich dann kurz vorbeikommen möchte. So aus der Entfernung jetzt betrachtet, meinst du, dass deine Eltern wirklich sie dann mehr bevorzugt haben? Oder war das nur so ein Gefühl von dir, weil du warst ja die Prinzessin wahrscheinlich die ganzen Jahre gewesen? Ja. Und plötzlich kam da jemand Kleines und war auch wichtig. Wie siehst du es heute? Ja, heute sehe ich das so, dass meine Schwester, gut, ein kleines Kind braucht mehr Liebe. Mhm. Ich war 13 und sozusagen konnte ich schon teilweise auf eigenen Beinen stehen. Mhm. Und ja, ich habe halt zugesehen, dass ich da irgendwie ein bisschen raushalte. Glaubst du denn, dass deine Eltern, also deine Adoptiveltern, man sagt ja immer dann deine Eltern, dass die dich letztendlich doch ganz genauso lieb gehabt haben wie die kleine Schwester? Ich denke mal schon. Also meine Mutter hat mir immer wieder gesagt, ja, wir lieben dich wie unser eigenes Kind. Mhm. Nur manchmal habe ich das wirklich nicht geglaubt. Ja. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, weil du so auf dem Thron gesessen hast, ne, all die Jahre. Und du warst ja dann ein Wunschkind deiner Adoptiveltern. Ja. Und die haben wahrscheinlich alles mit dir gemacht und dich auch verwöhnt. Und da kam plötzlich dann eine Konkurrentin. Ne? Ja. Aber umso schöner, dass sich das jetzt so fügt. Und vielleicht ergibt sich daraus ja auch eine richtig gute, jetzt eine Grundlage, jetzt euer Gesprächsfaden, den ihr jetzt habt, eine Grundlage für eine richtig gute freundschaftliche Beziehung für immer dann. Kann ja sein. Das hoffe ich. Das wäre super. Das wünsche ich euch von Herzen, Anna. Ja, danke schön. Alles Gute, danke für deinen Anruf. Bitte schön. Krieg ich noch ein Autogramm? Ja, leg bitte auf, wir rufen nochmal zurück wegen der Anschrift. Okay. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute.
von unserer Sendung Geschwisterliebe, Geschwisterhass. In der Technik war Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr hier schon anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. 0800 220 50 50 oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Gute Nacht.